Mit Saal Fotoportal kannst du einfach und schnell Produkte direkt aus einer Galerie erstellen. Sehen wir uns an, wie das geht. Zuerst musst du die Galerie auswählen, aus der du das Produkt erstellen möchtest. In unserem Beispiel wählen wir diese Galerie. Wenn du eine deiner Galerien öffnest, wirst du sehen, dass das Menü auf der rechten Seite verschiedene Optionen sowie Informationen über den Status deiner Galerie anzeigt. In diesem Menü findest du auch die Option, ein Produkt mit den Fotos dieser Galerie zu erstellen. Klicke einfach auf Produkt erstellen. Der Webshop öffnet sich automatisch und bietet dir die verschiedenen Fotoprodukte an, die Saal Digital für dich bereithält. In diesem Beispiel entscheiden wir uns für ein Professional Line Fotobuch. Wir können alles bezüglich der Produkteigenschaften anpassen. Und wir können uns für die Methode entscheiden, die wir für die Gestaltung unseres Fotobuchs bevorzugen. In diesem Beispiel wählen wir das One-Minute-Fotobuch. So wird automatisch ein Fotobuch mit den Fotos aus unserer Galerie erstellt. Jetzt müssen wir die Designlinie auswählen, die uns am besten gefällt. Und hier sind alle Bilder unserer Galerie. Wir können die Bilder auswählen, die wir in unserem Produkt verwenden möchten. In diesem Beispiel werden wir alle auswählen. Und für die Seiten empfehlen wir die empfohlene Anzahl. Wir können sie jederzeit ändern. Und hier haben wir unser Fotobuch mit den Bildern aus unserer Galerie fertig. Wir müssen nur noch überprüfen, ob alles so ist, wie wir es wollen. Wenn wir wollen, können wir weitere Seiten hinzufügen und sogar Bilder aus einer anderen Galerie hinzufügen. Sobald wir fertig sind, ergeben sich viele weitere Möglichkeiten. Wir können unser Projekt speichern, teilen, verkaufen oder in unseren Warenkorb legen. In diesem Beispiel werden wir es zuerst speichern. Wir müssen ihm einen Namen geben. Klicken wir auf Zurück. Jetzt ist unser Produkt im Projektfenster verfügbar. Wir können so viele Produkte aus unseren Galerien erstellen, wie wir wollen. Gehen wir zurück zu unseren Galerien, um ein weiteres Produkt zu erstellen. Wir können ein Produkt direkt von hier aus erstellen. Wir müssen nur die gewünschte Galerie auswählen und auf dieses Symbol klicken. Es erscheinen viele Optionen, aus denen wir Produkt erstellen auswählen müssen. In diesem Fall werden wir ein Mini-Leporello erstellen. Es gibt mehrere Optionen, um es zu gestalten. Dieses Mal wählen wir den Auto-Layout-Modus und wählen eine Hochzeitsdesign-Linie. Jetzt haben wir die Bilder aus unserer Galerie zur Verfügung, um sie auf unserem Mini-Leporello zu verwenden. In diesem Beispiel werden wir dieses Layout auswählen. Wir schreiben unseren Text und ändern seinen Stil. Wir ziehen unsere Bilder über die angegebenen Bereiche. Für die Rückseite wählen wir dieses Layout aus und platzieren die Bilder. Und schon ist unser Mini-Leporello fertig. Jetzt speichern wir und kehren zu unseren Projekten zurück. Wir können sehen, dass beide Projekte hier verfügbar sind. Wenn wir auf dieses Symbol klicken, sehen wir, dass es eine Vielzahl von Optionen gibt. In diesem Beispiel werden wir unser Fotobuch duplizieren, um eine kleinere Version für die Gäste zu erstellen. Dazu müssen wir nur auf Duplizieren klicken. Jetzt haben wir zwei identische Fotobücher in unserem Projektfenster. Lass uns eines davon in ein kleineres Fotobuch umwandeln, indem wir auf Artikel jetzt umwandeln klicken. Wähle das Fotobuch aus, das du erstellen möchtest. In diesem Beispiel wählen wir dieses aus. Und das war's. Im Projektfenster sehen wir nun sowohl das Professional Line Fotobuch, das wir zuerst erstellt haben, als auch das kleinere Fotobuch, das wir gerade durch die Umwandlung des Professional Line Fotobuchs erstellt haben. Schauen wir es uns an und prüfen wir, ob wir an dieser neuen Version Änderungen vornehmen wollen. Um es im Designer zu öffnen, müssen wir auf Projekt bearbeiten klicken. Und hier ist es. Sobald wir es überprüft haben, klicken wir auf Projekt speichern und ändern den Namen, damit klar ist, dass es sich bei diesem Fotobuch um die kleine Version handelt.
Wir haben dieses Fotobuch erstellt, damit die Gäste eine kleine Version des Fotobuchs zur Hochzeit kaufen können. Deshalb müssen wir die Verkaufsfunktion aktivieren. Das können wir direkt vom Designer aus tun. Wir müssen nur auf Projekt verkaufen klicken, um die Bestellung zu ermöglichen. Wir müssen den Verkaufspreis für das Buch bestimmen. In diesem Beispiel werden wir Kommentare aktivieren, um Feedback von unseren Kunden zu erhalten. Da dieses Projekt noch nicht geteilt wurde, müssen wir Teilen aktivieren, um es zu verkaufen. Hier können wir den geteilten Link kopieren, öffnen, per E-Mail versenden oder mit Kontakten teilen. Lass uns speichern. Sobald wir zurück zu unserem Projektpanel gehen, sehen wir, dass sich der Status unseres Produkts geändert hat. Wir können auch von hier aus Bestellungen zulassen. Klicke einfach auf das Symbol des Projekts, das du verkaufen möchtest, und wähle Projekt verkaufen. Bestimme den Preis. Klicke auf Jetzt teilen und aktiviere das Teilen. Lass uns das auch mit dem Mini-Leporello machen. Wenn wir ein Projekt auswählen, sehen wir, dass in der rechten Spalte mehrere Optionen erscheinen. Wir klicken auf Projekt verkaufen. Alle Projekte sind jetzt zum Verkauf verfügbar. Projekte können auch zu einer Galerie hinzugefügt werden. Wir müssen nur die Galerie auswählen, in die wir es aufnehmen wollen, und schon ist unser Projekt in der Galerie enthalten. Wir finden auch die Option, ein Projekt zu einer Galerie hinzufügen, indem wir auf dieses Symbol klicken und zur Galerie hinzufügen auswählen. Lass uns das auch mit der kleinen Version des Fotobuchs machen. Jetzt sind alle unsere Projekte in unserer Hochzeitsgalerie enthalten. Schauen wir uns an, wie sie aussieht. Und genauso können wir so viele Produkte aus unserer Galerie erstellen, wie wir wollen. Sie verkaufen, teilen und zu unserer Galerie hinzufügen. Alle Funktionen, die wir in diesem Video erklären, können sich in Zukunft ändern und erweitern, da wir ständig an der Verbesserung von Fotoportal arbeiten. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. Jetzt bist du dran.